Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diese Woche nehmen wir euch mit an den Aralsee nach Moinak. Wir wollen nach Mizdakan und Adams Grab aufsuchen. Und wir sind auf der Seidenstraße unterwegs und zeigen euch das bezaubernde Städtchen Khiva. Viel Spaß! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pörsel-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Auf dem Weg nach Moinak entdecken wir einen schönen Spot am Mausoleum von Alinyas Kosibai, einem der wichtigsten Poeten Usbekistans, der hier geboren wurde. Wir entscheiden uns, hier zu übernachten. Die Straßen in Usbekistan werden nicht besser. Gewöhnen können wir uns daran noch nicht. Wie in Usbekistan typisch, begrüßt uns ein auffällig gestaltetes Ortseingangsschild. Im Ort fahren wir zu einer öffentlichen Wasserstelle. Trotz German Technology ist das Auffüllen unseres Tanks hier ein aussichtsloses Unterfangen. Wir fragen einen Einheimischen nach einer anderen Wasserquelle. Er gibt uns zu verstehen, dass wir ihm folgen sollen. Da in Usbekistan gefühlt 80% aller Autos weiße Chevrolets sind, ist das gar nicht so einfach. Bei ihm zu Hause angekommen, kümmert sich die ganze Familie darum, uns mit Wasser zu versorgen. Weiter geht es in Richtung Aralsee, der den Kampf um das Wasser leider bereits verloren hat. Wir sind in Moinak angekommen und stehen jetzt, zumindest theoretisch, mitten im Aralsee. Ja, bis in die 60er Jahre hinein war das ein intakter See, riesengroß. Und dann hat irgendein schlauer Ingenieur sich überlegt, dass man doch dieses Wasser auch anderweitig nutzen könnte. Zum Beispiel für die Landwirtschaft. Und was daraus geworden ist, kann man jetzt hier betrachten. Ist mittlerweile ein ziemlicher Touri-Spot. Allerdings ist uns nicht ganz klar, ist es jetzt eigentlich eine Touristenattraktion oder ein Mahnmal. Dieser Schifffriedhof und alles, was hier passiert ist, da kann man sehen, wo mal das Ufer war, wie hoch hier mal Wasser drin war. Und es ist ja unvorstellbar, wie man diese Wassermengen einfach vernichten kann. Wir laufen jetzt hier noch mal ein bisschen zwischen den Schiffen rum, gucken uns das im Detail an und ja. Es ist sehr beklemmend.
Wir sind gestern Abend relativ spät, es war schon dunkel, aus Leninabad abgefahren. Das ist ein etwas größeres Städtchen. Und wir waren dort zum Abendessen in einem Restaurant, wollten aber nicht in der Stadt übernachten, sind deshalb nochmal auf die Schnellstraße zurück. Und es wurde immer dunkler und wir sind, ich glaube, 2-3 Mal abgefahren, so Sandwege, um zu gucken, ob wir da einen Schlafplatz finden. Haben wir aber nicht. Und irgendwann sind wir dann eine Straße rechts rein und in einen kleinen Ort gekommen, nämlich diesen hier. Und sind hier gestern im Dunkeln angekommen, haben uns da auf einen Parkplatz gestellt, denn wir haben dieses Schild hier noch entdeckt, ein Parkplatzschild, genau. Ich meine, das ist ein Dorf, es besteht irgendwie aus 10 Häusern oder so. Genau, haben hier super ruhig geschlafen, das war echt ganz, ganz nice. Das Tolle ist, wenn man morgens aufsteht und guckt aus dem Fenster, alle Menschen, die dann hier rumlaufen, sind natürlich total interessiert, wer denn da plötzlich in ihrem Dorf steht. Weil ich schätze mal, dass hier bisher relativ wenig Touristen vorbeigekommen sind. Ja, das macht irgendwie auch echt Spaß, weil das ein absoluter Zufallstreffer ist. Man fährt im Dunkeln irgendwo hin, sucht sich einen Schlafplatz und ich wurde allerdings heute Morgen um 5 Uhr schon geweckt, weil da irgendwie alle Hähne des Dorfes in den Wettstreit getreten sind, wer dann wohl am meisten Leute aus dem Schlaf reißt. Bei mir hat es irgendwie geklappt. Was ich noch erzählen wollte, hier in Usbekistan, der Ort oder das Dorf kann noch so klein sein, was sie aber haben, sind Sportplätze und die finde ich in so einem ganz coolen Zustand. Aufgrund des Wetters, aufgrund der Temperaturen geht ja hier das Leben auch immer erst so abends ab 10, 11 Uhr los und dann ist hier Halligalli. Und wie ihr seht, sogar mit Flutlichtanlage. Jetzt ist es mittlerweile, glaube ich, 10:30. Wir haben gefrühstückt und werden uns jetzt gleich auf den Weg machen in Richtung Chiva. Ein weiteres Highlight hier in Usbekistan. Auf unserem Weg nach Chiva haben wir in Mizdakan angehalten, um uns hier diese Stätte anzuschauen, die in vorislamischer Zeit mal bewohnt wurde und später dann in eine Begräbnisstätte, in eine reine Begräbnisstätte umgewandelt wurde. Es gibt hier verschiedene Mausoleen anzugucken und unter anderem auch hinter mir mutmaßlich Adams Grab. Die Legende sagt, dass wenn hier der letzte Stein aus dem Gebäude gefallen ist, die Welt untergeht und die Menschen, die hierher kommen, versuchen, das zu verhindern, indem sie hier kleine Steintürme rundherum aufbauen, ja, daran mitarbeiten, dass dieser Weltuntergang verhindert wird. Auf unserem Weg nach Chiva erleben wir bei der Überquerung des Amudarya unser bisher größtes Abenteuer in Usbekistan. Die Brücke ist nicht nur für die Reifen eine Extrembelastung, sondern auch für unsere Nerven.
Am Abend erreichen wir die Oasenstadt Chiva. Uns zieht es für einen ersten Besuch direkt in die Altstadt. Wir erwachen direkt an der Stadtmauer und freuen uns auf einen spannenden Tag. Bereits am Eingang zur Altstadt spüren wir das Flair der Seidenstraße. Bis heute prägen fliegende Händler das Stadtbild, die Waren aus Seide, Keramik und Holz anbieten und damit die Tradition am Leben erhalten. Wir sind in der Oasenstadt Chiva angekommen, stehen hier vor den Stadttoren auf einem kleinen öffentlichen Parkplatz und waren gestern Abend schon mal in der Stadt essen. Die ist nachts wunderbar beleuchtet und hat uns gestern schon total gut gefallen. Jetzt sind wir heute Morgen hier rein für 6 € Eintritt pro Person und Tag, kann man sich den ganzen Tag hier aufhalten. Und ja, wir sind begeistert mal wieder. Allein die Farbkombi aus dem Sandstein und den türkisfarbenen Fliesen haut uns schon völlig um. Und die Stadt ist relativ leer. Wir haben uns jetzt mal in die kleinen Gässchen verdrückt und finden es einfach sehr, sehr schön. Das Flachbalkendach der Cuma-Moschee ruht auf 213 geschnitzten Holzsäulen, die in einem Raster von 3,15 Meter auf 3,15 Meter angeordnet sind. Erbaut wurde sie übrigens im 18. Jahrhundert. Islam Kosa Medrese ist eine Islamschule mit 42 Kammern für die Studenten. Um vom Minarett aus einen Blick über die Stadt zu genießen, kaufen wir ein zusätzliches Ticket und beginnen den anstrengenden Aufstieg. Oh, das ist mal sportlich.
Wir besuchen das Pahlavan-Mahmud-Mausoleum, das dem Dichter und Sufi-Lehrer gewidmet ist, der in Usbekistan als Heiliger verehrt wird. Zur Ala Kuli Khan Medrese gehören neben den Studentenkammern eine als Team bezeichnete Einkaufspassage, eine Karawanserei, ein Hörsaal und eine öffentliche Bibliothek. Der Tosh-Hofli-Palast, zu Deutsch Steinerner Palast, ist von einer hohen Mauer umgeben und beherbergt 7 Innenhöfe. Er besteht aus 3 eigenständigen Teilen und 2 separaten Eingängen. In einem Innenhof befindet sich die Filzjurte des Khans, in der nomadische Gäste empfangen wurden.
Wir verlassen die Altstadt und gehen zum Nurula-Boy-Palast, der im 19. Jahrhundert geplant wurde und aufgrund seiner Größe in den Jahren 1904 bis 1912 außerhalb der Stadtmauern entstand. Insbesondere bei der Innenausstattung ist europäischer Einfluss sichtbar. Viele Arbeiten wurden von deutschen Handwerkern ausgeführt. Er ist die letzte Station unseres Besuches in der UNESCO-Welterbestadt Chiva. Wir haben Chiva schon wieder verlassen. Freut euch mit uns auf die weiteren Stationen im Herzen der Seidenstraße. Tschüss! Tschüss.